Danke, Tommy. Salamander, vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Das ist Musik, die mir Kraft gibt. Auch wenn die Hater sich immer drüber lustig machen. Ich persönlich finde spirituelle Kraft ziemlich wichtig. Spezifisch dann, wenn man mit so viel asozialer Menschheit zu tun hat. Achtung, Spiritualität hat nichts mit, oder spirituelle Kraft hat nichts mit irgendwelchen Glauben an Götter oder Dämonen zu tun. Nur mal so am Rande. Zumindest nicht in dem Sinne, wie ich sie verstehe. Alexa, schalt das Studio aus.
gesagt lieb, wenn ich gar nicht beleidigt werden würde, auch wenn ich nicht Geburtstag habe. Dankeschön. Gerade wundert, ich lese gerade etwas, was mich gerade sehr betrifft, also was mir gerade sehr an die Nieren geht. Habe ich gerade eine Mail gekriegt.
möchte mal kurz anmerken, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, du elender Versager, und mir schreibt, ahahaha, du heulst an deinem Geburtstag. Keine Freude, hast keine Freunde, nur Hass. Du Hurensohn, hast es nicht anders verdient. Stirb doch einfach, keiner mag dich. Darf ich anmerken, was das für ein erbärmliches, asoziales, bescheuertes, dummes, kindisches, hurensohnartig, ähnlich bizarres, arschlochmäßiges, unmenschliches Verhalten ist? Alter, wie kommt man auf die Idee, so eine Mail zu verfassen? Wie kommt man auf die Idee, einem anderen stirb doch einfach zu schreiben? Das würde ich nicht mal diesen asozialen wünschen, die bei mir vor der Haustür stehen. Geschweige denn ihnen sagen. Gut, wenn ich im Zorn bin vielleicht, aber nicht einfach so, um mir zu sagen, hö, Kindergarten, hö. Ich wünsche keinem ernsthaft den Tod, schon gleich gar nicht sowas in so einem Zusammenhang. Ganz ehrlich, Junge, du hast definitiv Probleme. Such dir eine psychiatrische Klinik und lass dich die nächsten 30.000 Jahre behandeln. Wahrscheinlich reicht es zwar nicht, aber definitiv solltest du dir helfen lassen. Und wenn du es dir finanziell nicht leisten kannst, dann schau, das geht mit Sicherheit auch über die Kasse. Ey, was ist denn das für ein asozial abgefucktes Verhalten, Alter? Wer hat denn dich erzogen? Was ist mit deinen Eltern schiefgelaufen? Hat Mami dich zu hart rangenommen oder was? Oder hat Papi dich zu oft genommen? Was ist das für ein asozial beknacktes Verhalten, einem anderen Menschen so einen Satz zu schreiben? Außerdem habe ich nicht wegen den Hatern geheult, sondern ich habe gerade ein paar Tränen der Trauer vergossen, weil ich gerade mir eine E-Mail durchgelesen habe, die mich extrem berührt hat, weil ich das extrem krass fand, was in dieser Mail stand. Und du kommst mir mit so einem asozialen Verhalten daher. Was bist denn du für ein absolut asozialer Mensch? Jemanden wie dich kann man nicht mal Mensch nennen, nicht mal Tier. Selbst Tiere haben ein besseres Verhalten als du. Das kann man nicht mehr. Das hat, ganz ehrlich, nicht einmal die schlechteste Erziehung ist eine Rechtfertigung für so ein asoziales Verhalten. Ihr kommt hierher, ihr belästigt mich, ihr baut Scheiße, ihr schreit rum, belästigt damit nicht nur mich, sondern tausende andere Leute, macht nur Scheiße, wenn ich im Stream bin. Ihr versucht mich mit allen Mitteln fertig zu machen, mit allen Mitteln anzugreifen, mich mit allen Mitteln kalt zu machen. Und was ist? Ich bin immer noch hier und ich werde immer hier bleiben. Ihr werdet mich in 100 Milliarden Jahren nicht besiegen, um es übertrieben auszusagen. Und du willst mir was erzählen von wegen, bring dich doch um oder warte, wie war die genaue Aussage? Stirb doch. Alter, was ist denn das für ein asoziales Verhalten? Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit dir falsch. Du hast irgendeinen psychischen Schaden. Irgendein Gefäß in deinem Gehirn ist geplatzt. Wahrscheinlich, als du irgendwie mal als Kind vom Wickeltisch gefallen bist. Irgendwas, was deinen Anstand hätte eigentlich ausmachen sollen. Muss irgendwo in deinem Gehirn geplatzt sein. Irgendein Äderchen oder irgendetwas. Auf jeden Fall ganz sauber bist du nicht. Und das gilt für alle, die hierher kommen, die hier Scheiße bauen. Ob sie im Internet irgendwelche Hater-Kommentare oder Hater-Scheiße schreiben, ob sie zu mir kommen oder irgendwelche andere Scheiße hier bauen und andere Leute belästigen oder mich belästigen. Das ist total asozial. Total. Das ist. Nein, wisst ihr was? Das ist nicht mehr asozial. Das ist schon weit mehr. Dafür bräuchte man schon ein stärkeres Wort als asozial. Also. Ganz ehrlich, Junge, was ist mit deinem Leben falsch, Junge? Was ist mit deinem Leben falsch, du asoziales Arschloch? Ihr habt doch echt nicht alle Waffen an der Latte. Ganz ehrlich. Sucht euch Hilfe, Leute. Ohne Scheiß, alle, die sowas lustig finden, sollten sich echt einmal psychisch untersuchen lassen. Weil das ist definitiv vieles, aber lustig nicht. Oder ich habe absolut kein Verständnis dafür, was lustig ist.
Dankeschön, Frank S., für die 15.000 Likes. Alter, was zur Hölle? 15.000 Likes, du Verrückter, Alter, haut hier voll raus. Dankeschön. Oh, krass. Solche Menschen echtes Mitleid, ganz ehrlich. Was auch immer in diesem deren Leben falsch läuft, die sollten sich helfen lassen. Alexa, schalt das Studio an. Mega Drache. Wieso bin ich mega? Ich habe nur einen gesunden Menschenverstand, das ist alles. Und ich bin vernünftig erzogen worden. Mit mir selbst brauche ich kein Mitleid zu haben, weil ich kein asozialer Mensch bin, der im Internet Anerkennung sucht und dafür alles tut, um andere Leute dazu zu bringen, dass sie ihm nach dem Mund reden oder dass er genauso das Gleiche macht, wie die anderen es machen. Du solltest lieber vielleicht Mitleid mit dir selbst haben. Du tust nur das, was andere vormachen. Du stehst absolut nicht als Individuum da, sondern du stehst einfach nur als ein Teil einer Gruppe da, als ein Teil der Massen. Und das tut mir echt leid für einen Menschen wie dich. Ich bin individuell, ich bin was Besonderes und das werde ich immer bleiben. Allein durch die Tatsache, dass ich nie aufgeben werde. Allein durch die Tatsache, dass ich hier bin, hier alleine. Und ihr lacht mich drüber aus, dass ich alleine bin. Und wenn ich alleine bin, weiter? Ich bin trotzdem eine individuelle Person und das werde ich immer bleiben. Du bist nur ein Teil einer Masse. Du bewegst dich in der Masse, du bist mit der Masse unterwegs. Und das wird sich nie ändern, wenn du nichts änderst. Ohne Scheiß. Menschen wie du sollten ernsthaft über ihr Leben nachdenken, anstatt sich über Leute lustig zu machen, die ihren eigenen Weg suchen, finden und gehen. Du bist nur zu feige, deinen eigenen Weg zu suchen, weil du könntest straucheln und fallen. Und ich bin schon 100 Mal gefallen, 1000 Mal, 1000 000 Mal. Aber der Unterschied zwischen dir und mir ist, wenn ich falle, richte ich mich wieder auf oder fange den Sturz ab. Eins von beiden. Und ich schaffe beides. Und ich werde immer weiter meinen Weg gehen. Und das empfehle ich auch jeden anderen Menschen, der gemobbt wird, oder jeden anderen Menschen, der einfach nicht Teil der Masse sein will. Ihr solltet immer Individuum sein. Immer ein Individuum. Niemals Teil der Klasse. Niemals Teil der Masse. Immer ein Individuum bleiben. Wenn ihr natürlich mit Freunden was unternehmt, oder wenn ihr was mit Freunden zusammen macht, ist natürlich okay, dürft ihr ja machen. Sagt ja keiner was. Oder wenn ihr eine Ansicht irgendwo teilt. Aber wenn ihr eine Ansicht irgendwo teilt und dabei andere zu Schaden kommen, dann solltet ihr ernsthaft darüber nachdenken, ob ihr das für euch als Individuum nachvollziehen könnt. Wenn ich mich zum Beispiel morgen umbringen würde, nur als Beispiel, mache ich natürlich nicht, aber wenn ich mich morgen umbringen würde und alle, die jetzt haten, wären ein Teil dieser Masse, wären alle mit Schuld. Jeder Einzelne, der mich verarscht hat, der mich beleidigt hat, der vor meiner Haustür stand, der hier immer wieder neu auf irgendeine Art und Weise versucht, mich zu reizen, zu provozieren, ob mit Kommentare, ob mit YouTube-Videos, ob mit Likes, egal was, völlig scheißegal. Solange ihr ein Teil dieser Masse seid, seid ihr als Individuum mitverantwortlich für diese Scheiße. Auch wenn ihr vermutlich dafür nie geahndet werdet, müsst ihr das mit euch selbst individuell ausmachen. Ihr müsst mit eurem eigenen Gewissen ausmachen, ob das überhaupt möglich ist, ob ihr überhaupt in der Lage seid, mit eurem Gewissen das zu vereinbaren und danach hinterher zu sagen, okay, ja, der hat sich umgebracht, ich bin mit Schuld, komme ich mit klar, ist kein Thema. Oder ob, ja, der hat sich umgebracht, scheiße, ich bin mit Schuld, ich hätte was ändern können. Ich hätte, vielleicht bist du, vielleicht bist du das Individuum, vielleicht bist du die eine Person, die das Zünglein an der Waage ist. Vielleicht bist genau du die Person, die hinterher alles ändern kann. Genau so musst du denken. Ihr nennt mich arrogant, weil ich immer hier sitze und so, oh ja, ich bin's. Leute, und wenn ich so hier sitze und ja, ich bin's, scheißegal, ich kann arrogant sein, denn ich bin für mich arrogant. Ich bin nicht für andere arrogant. Ich halte nicht von mir irgendwie, ich bin Gott und jetzt müssen alle nach meiner Pfeife tanzen, sondern ich tanze nach meiner eigenen Pfeife.
Ja, und niemand, und ich tanze nicht nach der Pfeife von irgendjemand anderen. Und genau deswegen bin ich arrogant. Nicht weil alle, nicht weil ich das tue oder andere befehlige, sondern weil ich für mich selbst so bin. Und nur für mich selbst. Meine Arroganz hat auf andere keinen Einfluss. Zumindest nicht so weit, wie ich es ändern kann. Ich würde niemals, wenn ich irgendwas ändern kann, ich würde niemals dafür sorgen, dass andere Leute wegen mir leiden. Durch mein Handeln leiden, sollte man vor allem dazu sagen. Solche Leute wird es immer geben. Wann merkst du das mal? Wann lernst du das mal? Damit klarzukommen. Du bist an einer Situation komplett alleine schuld. Du bist an einer Situation komplett alleine schuld. Und machst es nur schlimmer. Du gibst anderen Leuten die Schuld für dein Fehlverhalten. Wann merkst du das? Nein, ich gebe anderen Leuten nicht die Schuld für mein Fehlverhalten. Mein Fehlverhalten war, dass ich Leute im Internet beleidigt habe, die mich beleidigt haben. Okay? Von mir aus, wenn du das als Fehlverhalten bedeuten willst. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, nicht, ob real oder ob im Internet, ob verbal oder auf irgendeine andere Art und Weise, ich habe noch nie einen anderen Menschen angegriffen, ohne selbst provoziert worden zu sein. Noch nie, mein ganzes Leben lang nicht. Und das werde ich auch nie tun. Und mir so eine E-Mail zu schreiben, ist schon wieder das allerletzte, Junge. Du sagst, ich bin schuld daran, wie andere Menschen sich verhalten. Ich gebe niemandem die Schuld für mein Verhalten. Gebe ich definitiv niemandem die Schuld. Ich habe genug Fehler in meinem Leben gemacht. Aber wenn Leute hierher fahren, ist das nicht mein Verhalten, sondern deren Verhalten. Und genau das ist der feine, aber kleine Unterschied. Vielen Dank übrigens an Mon für die 1003 Barren für die Likes. Vielen, vielen lieben Dank. Also ganz ehrlich, und auch an die anderen natürlich, vielen Dank. Also ganz ehrlich, du kannst mich nicht verantwortlich machen für das Verhalten von anderen. Ich kenne auch viele Adressen von irgendwelchen YouTubern, Streamern, Zuschauern, Leuten, die mich interessieren, Hatern, die ich hasse oder die ich, naja, was heißt hasse eigentlich nicht, aber die ich halt nicht mag. Abgesehen davon, dass ich niemanden hasse, nebenbei bemerkt. Aber so, es gibt genug Hater, die ich nicht leiden kann. Und es gibt genug Hater, bei denen ich vor der Haustür stehen könnte. Ne? Allen voran der gute alte Affenkeks, der letztes Jahr hier die Scheiße gebaut hat. Genau vor einem Jahr. Mit seinem komischen Fuzzi da, mit seinem komischen, wie heißt der, Alf oder so. Mit dem komischen Fuzzi da. Also ganz ehrlich, Leute. Gebt mir nicht immer die Schuld für euer Fehlverhalten oder für das Fehlverhalten der Hater, weil ich bin definitiv nicht derjenige. Ja, derjenige, macht euch drüber lustig, da hinten hängt eine Frankenfahne. Ich bin Franke mit Leib und Seele, das werde ich immer bleiben und Etzeler werde ich das auch so bleiben lassen. Ihr Idioten. Wie auch immer, ich bin nicht der, der hier die Scheiße baut. Ich bin nicht der, der hier den Müll macht. Ich bin schlicht und ergreifend derjenige, der Videos macht im Internet. Keiner von euch ist gezwungen, die zu schauen. Keiner von euch ist gezwungen, die in irgendeiner Art und Weise hier real werden zu lassen. Ich habe noch nie jemanden real angegriffen oder physisch oder sonst irgendwas, ohne dass mich jemand provoziert hat. Mein ganzes Leben lang nicht. Und das wird sich auch niemals ändern. Weil im Gegensatz zu anderen Menschen, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich auch weiß, wo meine Fehler liegen. Und ich versuche, diese Fehler, soweit ich kann, auszuräumen. Anders als die Leute, die immer wieder hierher kommen. Wie war das mit Affenkeks? Der kam 2016, der kam 2017, der kam 2018. Sogar zweimal. Ganz ehrlich, ein absolut asoziales Verhalten. Und das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Der andere Kasper, wie heißt der? Der komische Alf oder wie der im Internet genannt wird. Der, der mir den Torhammer geklaut hat. Der, der mir mein T-Shirt zerrissen hat. Der blöde Sack. Der Typ, der ist schon zum 10. Mal oder was hier gewesen im Ganzen. Ja?
Du willst mir was erzählen davon, wie andere Menschen sich verhalten und ich denen die Schuld gebe. Ich gebe ihnen nicht die Schuld, wenn ich etwas tue. Ich gebe ihnen die Schuld, was sie tun. Und das ist ein Fehlverhalten, das definitiv nicht normal ist. Und du sagst, es wird immer solche Menschen geben. Warum wird es denn immer solche Menschen geben? Weil es immer Menschen geben wird, die schlicht und ergreifend nichts dagegen tun. Ich aber tue was dagegen. Ich versuche, was dagegen zu machen. Ob es ein Aufruf ist, dass ich versuchen will, dass man auch Gesetze mal dafür macht. Wir brauchen Gesetze gegen Mobbing, gegen psychische Misshandlung. Wir brauchen Sachen, die da dagegen stehen. Und die Politik muss den Arsch hochkriegen. Das kann man anders nicht ausdrücken. Die muss den Arsch hochkriegen. Die muss dafür Gesetze machen. Die muss dafür was machen, dass Mobbing abgeschafft wird. Und zwar nicht nur im realen Leben, sondern auch in den Schulen. Vor allem in den Schulen. Denn da fängt diese ganze Scheiße von vorne an. Und da ist das Erste, wo die Leute Probleme haben. Ja, du brauchst mir nicht erzählen, was hier Fakt ist, was hier Sachen ist. Ich weiß seit 6 Jahren, was hier Fakt ist. Denn ich lebe dieses Leben. Im Gegensatz zu dir habe ich also mehr Plan davon. Du brauchst also nicht hier die Fresse aufreißen und einen dicken Max markieren. Abgesehen davon, dass du ein ganz kleiner Max bist. Ja, du erzählst mir hier Story vom Pferd, Alter, und hast selber keine Ahnung, wie man reitet. Ganz ehrlich, Junge, lass es einfach bleiben. Das ist das absolut letzte Verhalten, was ich hier in meinem Stream oder in meinen Videos oder in meinem Leben haben möchte. Menschen wie du sollten ohne Scheiß, nee, sage ich jetzt nicht, weil es wäre echt, nee, das wünsche ich auch niemanden. Aber dein Verhalten ist hier echt das allerletzte. Und du brauchst dir nicht irgendwo jetzt auf dicken Max machen, ja. Ich bin nicht der, der die Leute hierher lenkt. Ich bin nicht der, der ihren Körper kontrolliert, ja. Wäre cool, wenn ich solche Fähigkeiten hätte, wäre cool. Aber dann würde ich die rumdrehen lassen und wieder nach Hause gehen lassen. Wobei, nach so vielen Jahren würde ich wahrscheinlich ganz andere Sachen ihren Körper kontrollieren könnte, würde ich wahrscheinlich ganz andere Sachen mit denen anstellen. Aber das ist wieder eine andere Story. Ja, also erzähl mir keine Story vom Pferd hier. Ja, das ist totales asoziales Verhalten. Du bist definitiv der letzte Mensch, der mir irgendwas zu sagen hat in der Richtung. Also lass es einfach bleiben. Junge, Junge, Junge. Wie kann man so asozial sein? Ich habe auch so eine Soda-Maschine, müsste ich auch mal wieder verwenden.
Das hätte mich auch gewundert, allerdings reagiert er jetzt eh nicht drauf. Egal. Ich rede gleich wieder, ich schaue gerade kurz was an.
Gib mir noch so 2-3 Minuten. So, wieder da. Ich habe nur was ausprobieren wollen gerade. Ich fand das gerade irgendwie sehr strange, aber ich habe schon gedacht, dass es das Blödsinn ist. Der typische Kindergartenquatsch halt. Yeah.
muss mal kurz wo anrufen. Tut mir leid, dass ich jetzt abwesend bin die ganze Zeit, aber gerade ist ziemlich viel los bei mir. Danke, dass er dir gefällt. Kranker Scheißdreck hier. That's sorry. Dankeschön für 2500 Likes. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ist sau cool von dir. Boah, ihr haut ja echt raus wie die Verrückten. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, Leute.
ich hau euch dafür nochmal den neuen Song raus. Vielen Dank für deine Unterstützung, vielen Dank für dein Dasein und vielen Dank vor allem für alles, du Wahnsinnige. Alter, ihr Wahnsinnigen. Ich dominiere das Game und spiele mit Masken. Kein Lü-Lü-Lü, heute nur Real Rap mit Fakten. Gib mir alles, was glänzt, ich spiel mit Baden. Angeblendet, bis sie alle erstarren. Twitters lauern die Schergen. Ich bin Drache, die Bestie aus Anschauerbergs Märchen. Geht bis zur Auffahrt jetzt ehrlich. An VHS sterben. Aber ich gebe Achmolumbi Records hat gefragt, aber ich gebe Link in der Link im Chat habe ich gerade reingepostet. Wer möchte, kann mal schauen. Zetaro, wie du dich bei meinem Schwanni freust. Aspino Dragon, ich bin fly, so wie Money Boy. Ich geb 100%. Jetzt bin ich sehr eloquent. Unterstützung, ihr Wahnsinnigen. Stream wie in der Disco, ihr Wahnsinnigen. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr Wahnsinnigen. Ihr Wahnsinnigen. Egal was sie planen, ich bin im Hände wie ein Pixel. Hater-Parodien sind nicht mehr als Gekritzel. Ihr könnt mit Doppelstandarde immer nur für mich gehen. Ich sag dir Peru, aber ich mach was ich will. So, nicht wundern, ich muss mal kurz, ich will dann mal kurz für das Video gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht verarschen jetzt hier. Hä? Wieso hat das nicht funktioniert? Thank you.
Alter. Was ist denn dieser Quatsch gerade? Verarschen hier. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Hä? Was ist denn das für ein Quatsch gerade? Gut, dann machen wir es eben nochmal neu, wenn es anders nicht geht. Was war denn das für ein Quatsch gerade? Sieht das wie ein falscher Gruß aus. Es regnet. Ich habe Lust auf ein Klavier.
Klar, Ballerina, komm vorbei. Lass uns eine heiße Nacht haben. Dankeschön, Leewood. Leewood, geh wieder voll ab, ey. Vielen Dank. Habe ich gar nicht verdient. Dankeschön, Planet. Ich weiß nicht, ich bin mir manchmal nicht sicher. Nur eine Sache bringt mich immer noch zum Lachen. Eine Sache bringt mich immer noch zum Lachen, wenn die Hater immer noch glauben, ich bin Jungfrau. Wir haben schon viele Lügen erzählt, aber das ist einfach nur dumm. Ein kranker Drecksack schickt mir irgendwelche Bilder an oder Videos, irgendwelches Kinderpornozeug. Ich habe schon die Polizei weitergeleitet. Ey, ganz ehrlich, was ist das für ein asoziales Verhalten, Alter? Uah. Das ist total krank, Mann. Lass diese Scheiße. Pass lieber auf, dass dich die Kripo nicht erwischt, Alter. Angezeigt habe ich dich schon. Pisse, Alter. Das ist echt unfassbar vernünftig. So ein asoziales Verhalten stehe ich einfach nicht. Muss glücklich sein, das ärgert die Hälfte am meisten. Wir reden nochmal, wenn dir so eine Scheiße passiert, ob du dann glücklich bist. Ich bin für gewöhnlich viel öfter glücklich, als man in meinem Stream sieht, aber heute ist mir einfach nicht danach. Erst einmal sonderlich viel sauber machen brauchst du nicht eigentlich. Das da hinten ist nur Zeug, wo rumsteht, das muss weggeräumt und das war's eigentlich. Küche, Badezimmer ist sauber, das habe ich aufgeräumt heute. Ne, gestern. Schlafzimmer habe ich auch aufgeräumt. Habe ich alles von meinem Geburtstag noch gemacht. Habe ich Mute? Mute? Meinst du vielleicht Mod? Ups. Nein! Alter, nicht schon wieder. Leewood, ich habe dich versehentlich kurz gebannt. Ich habe dich aber schon wieder direkt entbannt. So eine Scheiße regt mich auf. Mann, was war das denn jetzt schon wieder? Ich hasse diese Scheiße. Wenn du Mod gemeint hast, nein, aber den hast du jetzt. Und das gleiche gilt für Planet. Leewood, kannst du schreiben? Kann sein, dass du kurz neu starten musst. Nein, war Blacklist. Jetzt bist du jedenfalls wieder da. Tut mir echt leid, das ist der blöde Button. Warum kriegt man einfach ganz normal einen Button hier Mod machen oder so? Oder zum Mod oder so? Was ist denn das für ein asoziales Verhalten, ey, ganz ehrlich. Reiner ist ungefickt. Das fand ich immer noch lustig. Vor allem, wie diese. Vor allem, das, was, wisst ihr, was ich am lustigsten finde an der Aussage? Dass die das so ernst nehmen, dass die das so ernsthaft glauben, dass die wirklich glauben, dass es so ist. Das finde ich einfach nur lustig. Dankeschön. Du, wenn du weg musst, ist es kein Problem. Wenn du rausgehst, solange ich noch da bin, wenn du wiederkommst, falls du nochmal wiederkommst, hast du es immer noch. Und wenn nicht, dann hast du es halt nicht mehr danach. Ist ja nicht so schlimm. Du, ich lege euch ja keine Verpflichtungen auf, wenn ich euch Mod gebe. Ihr seid ja freiwillig da und ihr wollt mich unterstützen. Und wenn ihr mich freiwillig da unterstützen wollt, dann seid ihr da und könnt es machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Kein Stress, nicht, Planet. Vielen Dank übrigens. Alles Gute, Rana. Also,
ist überhaupt keine Verpflichtung oder so. Ich habe es nur gemacht, weil ich dir ein paar Leuten von euch vertraue. Da gehörst du eben anderem eben du dazu und eben auch ein paar andere noch, die halt immer so lange da sind, schon so lange dabei sind. Das ist alles. Sieht man eigentlich, wie lange du schon dabei bist? Wann hast denn du abonniert? Sieht man das? Nee. Sieht man echt nicht, ne? Komische Geschichte. So geil, Alter. Wisst ihr, ich liebe es, so Wolkenbewegungen zu sehen in so einem Schnelldurchlauf. Ich weiß nicht warum, ich finde das unfassbar geil. Hat was Beruhigendes. Oder auch so Schattenbewegungen, wo sich Schatten so bewegt. In so einem Schnelldurchlauf, das finde ich unfassbar faszinierend. Nimm es mir nicht übel, Dinner. Aber du weißt schon, was das für eine selbstsüchtige Aussage ist, oder? Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ich kann das nicht ausblenden. Das ist allgegenwärtig. Das ist nicht ausblendbar.
Dankeschön für die ganze Unterstützung, Leute. Nee, sagt mir nichts. Also ich hoffe eigentlich schon drauf, dass die nächsten 30 Jahre erfolgreicher werden. Bier holen. Da sind ja bloß noch zwei Flaschen da.
Ringe, dann, wie gesagt, kommst du vorbei, schauen wir mal, was passiert. Achtung, Sarkasmus hier einfügen, bitte. Genau, das ist das, was die Hater auch nicht begreifen. Oh. Bart-Song. Du kannst mit mir weder über Juno noch über Discord diskutieren, weil ich keine Privatnachrichten annehme. Taken away. Das ist Blind Guardian mit Bart-Song. Taken away, darkened home, never know the light. Erstens habe ich keine Zwiebeln und zweitens mag ich keine Röstzwiebeln. Was ich noch gerne hätte, wären Buletten. Also, ja, ist egal. Bei uns heißen die ja nicht Buletten. Aber wenn ich die jetzt wieder nenne, wie sie bei uns heißen, dann weiß wieder keiner, was ich meine. Halt, was war das? Das Video gibt's nicht mehr? Okay. Dann kann das auch auf meine Liste raus. Ja, jetzt hab ich das auch rausgehauen. Das hau ich wieder in die Liste, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn ich euch den Song jetzt vorspiele. Denn der Text von dem Song ist ein bisschen unfein. Ah, hier, das war das Amazing Grey von dem kleinen Mädchen damals. Das war auch so heftig. Ganz kleines Mädchen, was Amazing Grey singt. Sau geil. Richtig geiler Song. Vielleicht ein 5 Jahre altes Mädchen, vielleicht.
4, naja, 5. 5, 6 wird es ja schon sein. Aber voll krass. Was für eine Stimme die hat, ey. Danke fürs Abonnieren. Heftig. Remy, du bist doch früher schon dabei gewesen. Ist das der gleiche Account oder hast du einen neuen gemacht? Oder ist das eine ganz andere Person wie damals? Du hast aber höher das Level als 5 gehabt, oder? Das ist gerade mal 5-6 Jahre alles Mädchen, ey, voll die krasse Stimme, hey. Aus der da kann mal was richtig krasses werden. Wenn die viel übt oder weiter übt. Und dran bleibt an dem Musiktalent. Was will ein Kollege von mir? Alles Gute zum Geburtstag. Oh, krass. Passt irgendwie nicht. Was ist denn das hier? Von Maxim gewesen, genau. Da war ja was. Doch die Hoffnung ist offen.
Ich habe tausende Fragen. Was wird mich erwarten in Stunden und Tagen? Vielleicht werden sie sagen, das ist für die, die keine Hoffnung mehr haben. Ich stehe hier mit offenen Armen, die Augen verschlossen, aber mein Herz ist noch warm. Ich stehe hier mit offenen Armen, das ist für die, die keine Hoffnung mehr haben. Tief in der Nacht, mit nichts außer Kleidung am Leib und im Zweifel, der bleibt, hatten wir gerade eben wirklich die Freiheit erreicht. Meine helle Haut fällt auf der Stelle auf, viele wollen selbst mithelfen, ein Zelt ist schnell gebaut. Ich will raus, aber arbeiten darf ich nicht, ich will reden, sie verstehen meine Sprache nicht. Erwarte keine Geschenke, doch bleib leider der Fremde. Die Zeitung verbreitet Legenden, die Menschen, sie denken, ein Christ ist Terrorist. Dass die Bibel ein Zeichen für Terror ist, was Mist ist, doch was Witz ist. Nehme Rücksicht, aber werde dabei nicht glücklich. Denk auf einmal an die Heimat, als ich klein war, ohne Krieg und das Leben noch leicht war. Ich wollte den Neuanfang, doch leider gucken sie mich wie den Teufel an. Sie wollen keinen Platz machen für den deutschen Mann, zünden Asylantenhäuser an. In diesem Land geht die Angst umher. Sag mir, wer fürchtet nicht Veränderung? Doch einer muss den Anfang machen, bringt uns zu dem Wendepunkt. So schnell kann es gehen, wir wechseln die Seiten. Der Jäger wird zum Gejagten. Der Täter wird Opfer, das Opfer wird Täter. Wer hat jetzt das Sagen? Berichtet den Schaden, halt meinen Namen. Ich habe tausende Fragen. Was wird mich erwarten in Stunden und Tagen? Vielleicht werden sie sagen, das ist für die, die keine Hoffnung mehr haben. Ich stehe hier mit offenen Armen, die Augen verschlossen, aber mein Herz ist noch warm. Ich stehe hier mit offenen Armen, das ist für die, die keine Hoffnung mehr haben. Ich stehe hier mit offenen Armen, die Augen verschlossen, aber mein Herz ist noch warm. Ich glaube, die meisten Menschen wissen auch gar nicht, was eine simple Umarmung überhaupt aussagen kann. Das ist auch richtig, richtig heftig. Living Louder. Ich denke, den wahren Wert einer einfachen Umarmung kennen nur diejenigen, die darauf verzichten und die das selten erleben. Ich glaube, den Sinn des Liedes begreifen auch nicht viele.
steht. Das arrogante Verhalten kann ich echt nicht mehr lange ertragen. Wer sagt euch, dass ich keine Real-Life-Freunde habe? Ha? Was ist denn das für eine arrogante Aussage? Ihr habt doch keine Ahnung von meinem Real-Life. Ihr wisst nur das, was die Hater euch zeigen oder ihr von mir selber erfahrt. Und das sind vielleicht 5 Stunden am Tag meines ganzen Lebens, wo ich wie viele Tage im Jahr habe? 365? Wie viele Monate? 12? Wie viele Jahre? 30? Ihr habt nicht die geringste Ahnung von meinem Privatleben und ich bin auch froh darüber. Mein Problem ist weniger, dass ich vielleicht Freunde brauche, sondern eher, dass ich versuche, die ganze Welt davon zu überzeugen, dass Hass scheiße ist und dass man gegen Hass was machen muss. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Gurken. Blöd, dass ich keine Gurken da habe.
so leicht sein. Vielleicht soll ich doch wieder mit dem Training anfangen. Andere Sachen wieder machen. We'll be right back.
Ciao, Dünner. Alexa, schau den Mädel an. Alexa, schalt Nebel an. Alexa, schalt Nebel an. Captain, scheiß zu früh. Yo, 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 yo. Captain Binks hat einen Rum, töne in die Flasche drum. Und er könnte dir übers Meer, das lieben wir so sehr. Unser Lied. Wir nutzen es jetzt, denn wir werden weit besetzt. Bin nicht zurück. Wir segeln einmal um die Welt. Mache nur, was uns gefällt. Wollt uns
Schiff ist unser Haus, damit fahren wir weit hinaus. Der tote Kopf am Mast und Winde, wie die Zeit vergeht. Ach, und Leute, Sturm kommt auf, Wellen schlagen hoch herauf. Und bei Blitz erhält die Nacht, dazu zeigt mir der Kraft. Wenn du Angst hast vor dem Sturm und die Füße gegen Wurm, wenn die starken Winde wehen, ist schnell und nicht geschehen. Jo, jo, jo. Einen rum, ich bringe ihm die Flasche drum. Und die Träume in der Nacht hatten ihre Pracht. Ist es manchmal auch so, haben wir hatten wir genau. Morgen ist der neue Tag, jetzt haben wir doch was mag. Habt ihr es jetzt langsam mit eurem WhatsApp genervt, ihr Asozialen? Wie lange muss ich euch jetzt noch blocken, dass ihr alle mal die Fresse haltet? Jo-ho-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho-ho. Ballerina, lass den Quatsch jetzt, oder ich muss dafür sorgen, dass du endlich aufhörst. Gewarnt, wenn du nicht aufhörst, dann wirst du schon wissen, was die Sache ist. Blöd gesagt. We'll be right back.
Ich hab sie gewarnt gehabt. Ihr habt's alle mitgekriegt. Brauchst du gar nicht mehr zu schreiben, sie kann dann beantworten. Ich hab sie gewarnt gehabt. Die Borderlands-Folge hochgeladen. Ich lade gerade die Borderlands-Folge für heute hoch, die Folge 17. Die hätte eigentlich schon längst kommen sollen, das habe ich irgendwie verkackt vorhin. Vor lauter Hin- und Hergerenne und gestreamt und getue und gemache. Ich habe gerade gesagt, dass ich sie gebannt habe. Ich hatte sie lange genug gebannt.
Hört bitte auf. Wenn ihr die ganze Zeit sowas sagt wie ja, noch mehr Abos, noch mehr Likes, noch mehr Dinge und so weiter, dann heißt es hinterher wieder, ich tue dauernd betteln. Darauf habe ich keinen Bock. Wer es machen will, der soll es machen. Wer nicht, der soll es lassen. Ganz einfach. Mag sein, dass ihr mich nur unterstützen wollt, aber die anderen, die werden mir dann immer vorwerfen, dass ich battle, obwohl ich keinen Scheiß sag. Es sollte kein Mittelfinger sein. Es war bloß, weil ich hier mit dem. Ja. Wird mir sowieso wieder strikt draus geredet, was soll's. Draufgeschlossen. Alexa, schalte das Studio auf Lieder. Alexa, schalte das Studio auf Lieder. Alexa, schalte das Studio auf Lieder. Thank you.
scheiß auf die BLM. Nee, Schnee von gestern ist es nicht. Wenn ich weiter auf den Chat eingehe, werde ich wohl ziemlich hohe Strafen zahlen dürfen. Ist mir mittlerweile aber scheißegal, weil wenn ich nicht auf den Chat eingehe, verdiene ich keine Kohle. Außerdem ist auf den Chat eingehen schon letzte Schritt zu gestalteter Inhalt. Na, ich bezweifle es. Das ist so ein geiler Song. Ich liebe diesen Sound, der ist so geil. Dankeschön. Thousand Miles, ja. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Hab ich gesagt, du sollst es ausschalten? Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Hab ich gesagt, du sollst es einschalten? Ich sagte lila. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Fick dich, klar unterstützt es das. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Fick dich. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Arbeitszimmer unterstützt. Fick dich, ein Scheiß unterstützt es nicht. Blöde, elendige Drecksau, Alter. Was soll denn diese hässliche Scheiße schon wieder? Unterstützt es nicht, dass ich nicht lache. Die Apps immer so ewig dauern, bis sie an sind, Alter. Verarschen, was soll denn der Quatsch hier?
Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Arbeitszimmer unterstützt das Fick nicht. Fick dich, das unterstützt es freilich. Warum geht's dann, wenn es ich mache? Wenn ich es manuell mache? Hä? Willst du mir das erzählen? Blödes Drecksau-Scheißding. Also ich behandle meine Maschine eigentlich an sich ganz gut, wenn sie sich auch benehmen, wenn sie auch das Zeug machen, was sie sollen. Weil es geht immer und dann irgendwann geht es mal plötzlich nicht aus irgendeinem Grund, der Quatsch ist. Sorry, aber ich hasse Fußball. Gut, dann bin ich ein Fetter, was auch immer. Aber du bist geblockt. Thank you.
So, damit ist das Stück Scheiße geblockt. Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt mal begrüßen, wenn IBI oder LBI mal nicht so auf Manager machen würde hier, so ein Quatsch. Ich bedanke mich für meine Sachen schon selbst, Dankeschön für deine Unterstützung. Aber ich brauche keine Hilfsschritte. Über Cosmo zu reden, fliegt jeder, der darüber redet. Ignoriert den Spaß dir einfach. Wenn ihr ihn dauernd erwähnt, dann wird er nur geiler drauf. Also ignoriert's einfach, Braster. Der kriegt sein Pferd ohnehin schon ab, den werde ich noch richtig auf die Schnauze hauen. Das weiß er nur noch nicht. Und nein, ich meine damit nicht, dass ich ihm physisch wehtun werde. Das ist lang genug mit angeschaut, oder? Der kriegt sein Fett schon noch ab, keine Sorge. Der hat nur noch keine Ahnung davon. Das geht auch für die anderen. Regenbogen schaffen, Red TV habe ich auch überlebt. Ihn werde ich auch schaffen. Gerechtigkeit. In unserer Welt, du lebst in der falschen Realität, Junge. Wenn du Gerechtigkeit suchst, bist du auf dem falschen Planeten.
Alexa, Alexa, schalte das Studio aus. Stimmt, das ist auch so ein geiler Song gewesen vom Nian. Niam, nicht Nia. Nee, doch, tatsächlich von Nia. Ich bin ein Einhorn. Und das sind Fliegen, wenn ich dann. Mach ich jetzt auch. Ich bin so schön und ich bin weich. Manchmal fällt mir nicht ein, wie ich heiß. Heißt man Fred oder Peter? Ich weiß es nicht. Oder könnte ich auch schon den Joker raus? Kapiert es nicht, oder? Ihr seid so erbärmlich, ihr verschwendet eure ganze Freizeit damit. So Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze mit dem Streamer mal.
Ich habe heute noch ein bisschen was anderes vor und würde eigentlich auch jetzt gerne meinen Abend langsam aber sicher mal beenden, zumindest was das Online angeht und den Stream angeht und Videos und Gedöns und Gemache und Getue und was weiß ich alles. Würde jetzt gerne dann meinen Abend noch ein bisschen genießen. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video wieder mit dabei. Wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Haut rein, macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande. Benehmt euch anständig, genießt euer Wochenende. Habt jetzt ein schönes langes Wochenende. Was heißt lang? Naja, ist auch nicht länger als sonst. Na gut, dann wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen, schönen guten Abend. Haut rein, euer Drache. Ade, bleibt schön.